Moin Moin, jetzt war von mir einmal zu diesem Zigbee Gateway. Das ist aber ein kleines Gerät, ähnlich wie das von Philips Hue, nur ein bisschen preiswerter und sorgt dafür oder verspricht, dass wir damit eben unsere Lampen steuern können, die auf Zigbee basieren. So, mittlerweile gibt es natürlich auch viele Lampen, die sich direkt über das WLAN verbinden, aber hier kann man das Ganze dann immer schön koppeln. Hier ist auch nochmal erklärt, also das Ganze ist im Prinzip das Bindeglied zwischen Lampen und Routern, verbraucht ein bisschen weniger Strom so und kann natürlich dann auch ins Smart Home mit integriert werden. Das ist auch eine schöne Sache. Und wir schauen uns das einfach mal an. Die App werde ich dann mal separat auch zeigen. So, das ist das kleine Gerät, ist relativ unauffällig und hat im Prinzip auch nur die zwei Knöpfe, also ist verbunden. Ja, hatte es Internetanschluss und da kann man sich dann so durchwursteln. Hinten haben wir eine Möglichkeit, das Ganze auch an der Wand anzubringen, wenn wir das denn möchten. Wir können das Ganze auch direkt an unserem Router anbringen und hier ist eben unsere Stromzufuhr. So, und ansonsten ist hier auch alles dabei, was wir brauchen. Und das funktioniert ganz gut. Ich werde gleich hier mal die App öffnen und dann schauen. So, dann schwenken wir einmal rüber in die App. So sieht das Ganze dann einmal auf unserem Telefon aus. Wir können dann hier einmal den Barcode scannen, das ist ganz einfach gemacht. Und dann ist das auch schon in der App installiert. Und dann können wir die Leuchten hinzufügen. Das sind hier jetzt in dem Fall Pullman. Oder wir können auch andere Zigbee-basierte Dinge nehmen und dann ist das Ganze auch schon drin und kann genutzt werden.